Jetzt wieder was fürs Archiv. Ich lade jetzt das erste Mal den LiFePO-Akku mit einem RMF-Charger. Ja, ich meine, was ein RMF-Charger mit Lithium-Ionen-Akkus machen kann, das habe ich schon erfahren. Ja, da kann da bis zu 40% oder 30%, sagen wir mal, mehr Energie drin speichern, als was hier eigentlich draufsteht. Hier stehen jetzt 100 Ampere-Stunden drauf und 1280 Wattstunden könnt ihr aufnehmen, ehe er voll ist. So, da hängt das schon 2 Tage am RMF-Charger dran. Und der Akku ist jetzt bei 13,5 Volt und 1,17 Ampere werden reingedrückt. Meine App zeigt mir an, dass er um die 15, 16 Watt aufnimmt, der Akku. Und über das Messgerät sehen wir hier, dass das ganze Ladegerät zu 25, 26 Watt ungefähr zieht. Nach diesem Schätzeisen hier sozusagen habe ich jetzt schon 1,8 kW verbraucht, 66% von den 1,8 kW sind knapp diese 1280 Wattstunden, 1188 oder sowas wäre das dann. Also den Wert hier haben wir jetzt eigentlich schon fast erreicht. Allerdings, ihr seht in meiner App, sagt die, dass der Akku erst zu 63% voll ist. Also ich werde das jetzt noch einen Tag länger dran lassen, bis wir auf Ladeschlussspannung kommen. Und dann bin ich echt mal gespannt, ob die Watt vom RMF-Charger, die hier gekommen sind, auch wirklich im Akku drin sind. Und ob der Akku dann keine 100 Ampere-Stunden mehr hat, sondern vielleicht sogar 130 eventuell. Mal schauen, so könnte es passieren. Bleibt dran, das werde ich euch die nächsten Tage berichten.